Tatort Dubai. Das Palace Hotel, Tatzeit kurz nach 3:30. Vor den Augen der Zeugen Luca Toni und Christian Nährlinger wird plötzlich der Mannschaftsbus entwendet. Es kracht. Fassungslosigkeit. Was ist los? Langsam ergibt sich ein Täterprofil. Ja, ich habe Scheiße. Und nur wenige Augenblicke später kehrt der Dieb auf einmal zurück. Es ist tatsächlich Franck Ribéry. Seinem Streich fällt glücklicherweise Weiser zum Opfer. Trainer Klinsmann ganz vorne im Bus als Geisel genommen. Ist hörbar wohlauf. Busfahrt heute Morgen von Dubai ins Nachbaremirat Abu Dhabi hatte jedenfalls wieder ein anderer das Steuer übernommen. Und es bestätigte sich der Verdacht, kommt Franck Ribéry in die Nähe des Mannschaftsbusses, ist Aufregung garantiert.